Tag. Ich habe dieses Video gemacht, damit nicht alles in Vergessenheit gerät. Zurück in die Jahre 1969 bis Mitte 1974, als ich noch im Stahlwerk der August Thyssen Hütte meine Arbeit als Reparaturschweißer verrichtete, erlebte ich viele Ereignisse, die die Erzeugung von Eisen und Stahl betrafen. Eines der Ereignisse war, dass die August-Thyssen-Hütte von 1970 bis Ende 1972 nahe des Rheinhafen von Schwelgern einen neuen Hochofen mit einem Gestelldurchmesser von 14 Metern baute und den Hochofen Anfang Februar 1973 in Betrieb nahm. Das war zu der Zeit damals der größte Hochofen aller europäischen Stahlwerke, und nicht nur das, der Hochofen sah auch imposant aus mit seinem Stahlgerüst, das 110 Metern in die Höhe ragte. Bei Thyssen war man einfach stolz auf diesen Hochofen. Der schwarze Riese von Schwelgern hat die Stürme der vergangenen Jahrzehnte unbeschadet überstanden, wurde gründlich modernisiert, nach langen Ofenreisen ertüchtigt und produziert nach wie vor Roheisen aus Koks und Erz nach dem alten Hochofenverfahren. Nun aber ist der Ofen wohl ein Auslaufmodell. Meinem alten Bekannten, dem Ofen, geht es also wie mir, mit meinen 72 Jahren bin ich ebenfalls ein Auslaufmodell. Trotzdem bin ich immer noch stolz darauf einen solchen Bekannten zu haben. Ich machte die Bekanntschaft in 1973 während Reparaturarbeiten, wenn ich Hand an den Hochofen angelegt hatte. Ich sah auch den Hochofen während der ersten Bauphase, wenn ich Arbeiten in der benachbarten Sinteranlage 2 machte. Das war allerdings nur bis Ende September 1971, da ich danach bei der Bundeswehr diente. Als ich anfangs 1973 bei der August Thyssen Hütte meine alte Tätigkeit als Schweißer wieder aufnahm, war der Hochofen schon fertiggestellt und wurde für die Inbetriebnahme am 6. Februar 1973 vorbereitet. Mein alter Freund Klaus Keis, mit dem ich zusammen ab April 1966 bei der ATH in die Lehre ging, hat an diesem Hochofen gearbeitet, der auch als technisches Wunderwerk bezeichnet wurde, bevor wir zusammen Hüttentechnik studiert haben. Dieses Video ist eine Dokumentation über die Technik, die damals für die Größe des Hochofens neue Maßstäbe setzte, die Phasen in der Bauzeit einschließlich der dazugehörigen Hochofenanlagen sowie der anfänglichen Roheisenproduktion. Um hier vollständig zu sein, wird auch hier kurz über den notwendigen Koks, der aus der Kokerei August Thyssen kam, berichtet. Das Video informiert ebenfalls über die Ereignisse, die damals in 1973 wegen den, wie viele meinten, großen Umweltbelastungen aus Lärm, Gestank und Staubschlagzeilen machten. Der Ofen kostete 350 Millionen DM, wobei davon 50 Millionen DM gemäß Düssen in den Umweltschutz flossen. Vor mehr als 50 Jahren wurde also in Duisburg-Schwelgern ein Superhochofen der allgemein bekannte Schwarze Riese angeblasen. Zu dieser Zeit war dieser schwarze Riese ein neuer und sehr bedeutender Hochofen der august düssenhütte hütte mit einer geplanten Tagesproduktion von 10.000 Tonnen. Dieses damals neue Meisterstück des Ingenieurwesens ließ die Bruckhausener Hochöfen, was die Größe und die Masse der Roheisenherstellung betraf, einfach bescheiden aussehen. Selbst der in 1971 angeblasene Großhochofen 6 im Werk Rohrort mit 11 Meter Gestelldurchmesser konnte da, mit seiner täglichen Roheisenerzeugung von 5.000 Tonnen nicht mithalten. Nach der Einweihung spaltete der Hochofen die Geister in Befürworter und Gegner. Die Ankündigung des Baues. Am 4. November 1969 hatte der Aufsichtsrat von Thyssen eine neue Hochofeninvestition für einen riesigen Hochofen in Schwelgern genehmigt. Anschließend kündigte Dr. hans Günther Sull, Vorstandsvorsitzender von der august thyssen hütte an, dass Schwelgern mit dem Bau eines neuen Großhochofens mit einem Gestelldurchmesser von 14 Metern und einem Volumen von 4200 Kubikmetern neue Maßstäbe in der Hochofentechnik setzen werde. Geplant war eine monatliche Produktion von rund 250.000 Tonnen Roheisen. Die verschiedenen neuen Techniken, die zum Einsatz kamen: 1. Ein Ofengestelldurchmesser mit 14 Metern. 2 super heißer Wind aus Hochleistungswinderhitzern. Drittens: Zugabe von Sauerstoff zum Hochofenwind. Viertens: Gegendruck an der Gichtglocke. Fünftens: verbesserte Aufbereitung der Zuschlagsstoffe. Sechstens: Förderbandtransportsystem direkt zum Hochofen. Siebtens: Drehgichtverschluss ohne Glocke. Am 5. Januar 1970 wurde mit dem Bau dieses größten Hochofens Europas begonnen. Für das Areal wurde eine Fläche von 17,5 Hektar, das entsprach 25 Fußballfeldern im Bereich des Hafens Schwelgern zur Verfügung gestellt. Dieser Standort war aus folgenden Gründen eine naheliegende Wahl. 1. Das Stück Eisenerz wird von den Schiffen über ein Förderband direkt in die Aggregate des neuen Hochofens transportiert. 2. Der benötigte Sinter wird auf kürzesten Weg von den benachbarten Hochleistungsinteranlagen 2 und 3 zum Hochofenbunker transportiert. 3. Wenn nicht klassifizierte Eisenerze angeliefert werden, können sie in der nahegelegenen Erzbrech- und Siebanlage klassifiziert und dann per Band direkt zum Hochofen oder zu dessen Bunkern transportiert werden. Viertens. Neben Roheisen fallen in einem Hochofen erhebliche Mengen an Schlacke an, die im nahegelegenen Hafen als Schlackensand granuliert werden sollen. Fünftens. Das Hochofenwerk Bruckhausen ist auf externe Zukäufe von Eisenerz, Koks und Öl angewiesen. Im Raum Schwelgern ist es nun möglich, lange Kokszüge und Tankwagen aller Größen sehr schnell abzufertigen und die Rohstoffe über Bunker- und Rohrleitungen per Band dem Hochofen zuzuführen. Der neue Gichtverschluss. Dr. Ingenieur Gerhard Heinert, Werksdirektor des Thyssen-Hochofenbetriebes, der sehr offen für Innovationen war, gab dem Erfinder die Chance und das Einverständnis, die gichtlose Glocke an den neuen Großhochofen in Schwelgern zu installieren. Dr. Heinert hatte zuvor in 1971 an den inzwischen in 2013 abgerissenen Hochofen 4 in Bruckhausen den neuen glockenlosen Verschluss erfolgreich einbauen lassen. Das war seinerzeit der erste weltweite Hochofen, der mit der neuen Technik ausgestattet wurde. Mit einer Geschwindigkeit von 7,5 Sekunden pro Umdrehung verteilt dieser Drehverschluss das Zuschlagsmaterial des Hochofens auf der Müller-Oberfläche. Der Kuckuck, wie er von seinem Erfinder Eduard Legille selbst getauft worden war, begann seine ersten Flug- und Gesangsversuche an diesem Hochofen 4. Dieser neue Gichtverschluss war weder eine Weiterentwicklung noch ein einfacher Versuch, einfach neue Wege zu gehen. Es war eine Erfindung, eine revolutionäre Erfindung, die bei allen Hochofenspezialisten der Welt für Erstaunen sorgen musste. Vorerst war es jedoch nur ein skeptisches Lächeln und ein verständnisloses Kopfschütteln bei den Experten, das sich bald in größte Bewunderung verwandelte, als die ersten Ergebnisse bekannt wurden. Die an einen Gichtverschluss gestellten Forderungen sind 1. schonende Behandlung der Möllerstoffe mit geringer Fallhöhe und wenige Übergaben. 2. gleichmäßige Verteilung der Möllerstoffe und das auch bei großen Gichtquerschnitten. 3. vollständige Dichtheit sämtlicher Absparaggregate gegenüber der Atmosphäre. Viertens. Wenig Verschleiß. Fünftens. Schnelle Reparatur- und Wechselzeiten. Sechstens. Geringe Investitionsbetriebs- und Instandhaltungskosten. Alle diese Punkte wurden von dem glockenlosen Gichtverschluss erfüllt, wie das in dem späteren Bericht Nummer 521 des Hochofenausschusses vom Verband Deutscher Eisenhüttenleute bestätigt wurde. Stellt man in einem Vergleich die alten bewährten Verschlüsse neben den neuen Verschluss kann auch ein Nichtfachmann die riesigen Unterschiede deutlich erkennen. Die Windversorgung erfolgt über drei Super-Heiß-Winderhitzer. Zu dem Hochofen gehören drei Winderhitzer, wobei einer immer auf Wind steht, ein Winderhitzer, bzw. zwei Winderhitzer stehen auf Gas bzw. ein Winderhitzer in Reserve. Mit diesen modernsten Winderhitzern lassen sich Heißwindtemperaturen bis 1300 Grad Celsius erreichen. Die Kuppeltemperatur kann bis 1500 Grad Celsius gehen. Die Kaltwindversorgung erfolgt über einen axialen Verdichter mit einer Leistung von 485.000 bis 525.000 Normalkubikmeter per Stunde und einem Druck bis ca. 5,5 bar. Die Winderhitzer arbeiten nach dem Regenerativverfahren, das heißt, mit Wärmespeicherung und wechselnder Strömungsrichtung, wogegen beim Rekuperativverfahren, Tieföfen, Stoßöfen, die Wärme kontinuierlich entnommen wird, also nur in eine Richtung fließt. Um den Winderhitzer aufzuheizen, wird Hochofengichtgas und Brennluft vom Ventilator am Winderhitzerfuß von unten in den Brennschacht eingeleitet, dort elektrisch gezündet und durch die glühenden Steine verbrannt. Der Betrieb der Winderhitzer zur Erzeugung des Superheißwindes erfordert jedoch, dass das Hochofengichtgas mit Erdgas, das einen höheren Heizwert hat, angereichert wird, um die superheißen Windtemperaturen erreichen zu können. Die nun heißen Gase steigen auf, an der Kuppel umgeleitet und durchströmen von oben nach unten das Gitterwerk, wo sie ihre Wärme abgeben, und das Gitterwerk wird so aufgeheizt. Die Abgase, die nun ihre Wärme an das Gitterwerk abgegeben haben, verlassen den Winterhitzer durch die Abgasleitung und durch den 145 Meter hohen Kamin in die Atmosphäre. Brenngas, Brennluft und Abgasschieber werden, wenn der Winterhitzer heiß ist, geschlossen. Die Winderhitzer bestehen aus Stahlzylindern ausgemauert mit feuerfesten Steinen und haben eine Höhe von etwa 50 Metern bei einem Durchmesser von 10 Metern. Im traditionellen Hochofenprozess wird die notwendige Energie zur Erzeugung von Roheisen über die Zufuhr von Koks und Heißwind gedeckt. Da die Herstellung von Koks jedoch mit erheblichen Kosten verbunden ist, stellt die Reduzierung des Koks-Satzes im Hochofen durch das Einblasen von Kohlenstaub in zwei Blasformen des Hochofens eine bedeutende wirtschaftliche Maßnahme des Hochofenprozesses dar. Von insgesamt 40 Blasformen werden stündlich ungefähr 340.000 Normalkubikmeter Wind mit einem Druck von 3,5 der auf circa 1300 Grad Celsius erhitzt ist, in das Gestell von 14 Metern Durchmesser eingeblasen. Die Windgeschwindigkeit beträgt hierbei 150 bis 220 Meter pro Sekunde. Die Luftaufnahme zeigt den Hafen Schwelgern und die Sinteranlagen 2 und 3 mit der Erzsieb- und Brechanlage im Februar 1972. Im Hintergrund ist der noch im Bau befindliche neue Hochofen gut zu sehen. Der Koks für den Hochofen. Einige Zeit bevor der neue Großhochofen in Betrieb ging, nahm man die neue Batterie 6A in der Kokerei August Thyssen in Bruckhausen am 21. April 1971 in Betrieb. Diese Batterie hatte 52 verbund der Firma Still, wobei jeder Ofen eine Kapazität von fast 40 Tonnen Tagesleistung hatte. Es war damals die leistungsfähigste Ofenbatterie in Deutschland. Eine weitere neue Batterie mit der Bezeichnung 6b und der gleichen Produktionsgröße folgte mit der Inbetriebnahme am 27. September 1974. Die Batterien hatten eine Kammerbreite von 400 mm mit einer 16-stündigen Garungszeit und wurden auch als Schnellläuferbatterien bezeichnet. Die Cox Batterie 6A war mir bekannt, da ich einmal oben an den Fülllöchern in 1973 eine Reparaturschweißung machte. Die zwei Kumpels, die mich dort zu meiner Arbeit einwiesen, waren sehr freundlich und beantworteten sogar Fragen, die ich zum Koks hatte. Das war damals mein erster und auch mein letzter Besuch einer Kokerei in meinem Leben. Im April 2003 wurde die Kokerei August-Thyssen stillgelegt und ist inzwischen abgerissen worden. Zur Koks- und Hochofentechnik schrieb man im Juni 1972 folgendes. Man braucht zur Erschmelzung von einer Tonne Roheisen ca. 450 bis 500 kg Koks. Die Beschaffenheit des aus Steinkohle gewonnenen Koks es hängt aber im hohen Maße davon ab, welche Kohle zur Verkokung verwendet wird. Steinkohle selbst kann wegen der eintretenden thermischen Zersetzung, der geringen Festigkeit sowie wegen des hohen Schwefelgehaltes in der Kohle im Allgemeinen nicht als Brennstoff im Hochofen verwendet werden. In Gestalt von Koks ist die Steinkohle jedoch für den Hochofenbetrieb sehr gut geeignet. Der Koks ist fest und porig genug, die Last der Erdsäule zu tragen und dabei dem Hochofenwind genügend Durchgang zu lassen. Tatsächlich eignen sich die Fettfeinkohlen besonders gut zum Verkoken, denn sie backen am besten. Die backende Rohrfettfeinkohle liefert den für die Verhüttung und für die Schmelzprozesse unentbehrlichen harten, stückigen und festen Rohrkoks. An Steinkohle stehen an a. Gas- und Gasflammkohle b. Fettkohle c. Esskohle d. Magerkohle e. Anthrazit. Die zur Herstellung eines guten Hochofenkokses erforderliche Fettkohle ist im Rohrgebiet in großen Mengen vorhanden. Sie wird als backende gewachsene Feinfettkohle mit einem Gasgehalt von 28 bis 29 Prozent als Kokskohle bezeichnet. Außer von der Kammerbreite der Öfen hängt die Stückgröße des anfallenden Kokses auch von der Art der Ausgangskohle sowie von der Garungstemperatur und der Garungszeit ab. Für die Beheizung der Koksöfen können neben Koksofengas auch Generatorgas Mischgas aus Cooks, Ofengas und Gichtgas, und schließlich sogar Gichtgas verwendet werden. Bemerkung zur Duisburger Steinkohleförderung. Der Marxlohr Friedrich Thyssen Schacht 25 wurde Ende 1976 stillgelegt, da der gesamte Kokskohlenvorrat der Hüttenzeche abgebaut war. Viel später im Jahr 2008 folgte die Zeche Walsum, und es war Schluss mit dem Bergbau in Duisburg. Der Sinter. Der neue Großhochofen in Schwelgern soll mit einem möglichst kalten Sintermaterial beschickt werden. Eine bessere Klassierung des Sinters wurde dazu auch noch beabsichtigt. Dafür wurde ein 1000 Tonnen schwerer Rundkühler für die Sinteranlage 3 in Schwelgern mit fast 30 Meter Durchmesser gebaut und im Juni 1972 installiert. Feinkörnige Eisenerze müssen für den Einsatz im Hochofen zunächst in einer Sinteranlage stückig gemacht werden. Beim Sinterprozess wird eine Mischung aus Feinerzen, Koks und Zuschlagstoffen wie zum Beispiel Kalk auf das Sinterband aufgegeben, gezündet und gesintert. Am Ende des Sinterbandes wird der sogenannte Sinterkuchen abgeworfen, auf ein mittleres Kornmaß von etwa 20 mm heruntergebrochen und abgekühlt. Das kurze Verständnis des Hochofens. Wichtigster Ausgangsstoff für die Erschmelzung von Eisen und Stahl sind Eisenerze, im Wesentlichen Eisenoxide, zum Beispiel Magnetit oder Hämatit. Eisenerze bestehen zu großen Teilen aus Eisen und anderen Metallen, aber auch aus unbrauchbarem Begleitgestein. Der Gewinnungsprozess erfolgt durch Reduktion, durch den Entzug von Sauerstoff, im Hochofen. Um möglichst reines Eisen zu gewinnen, wird abwechselnd Koks und Erz mit Zuschlägen im Hochofen geschichtet, erhitzt und ständig Luft, hier Wind genannt, zugeführt. Bei diesem Prozess entstehen Temperaturen von über 2000 Grad Celsius. Das Erz wird mit sogenanntem Zuschlag, Kalk unter anderem vermischt. Der Zuschlag ermöglicht überhaupt erst die Trennung der Begleitstoffe vom Eisen und lässt dieses in der gewünschten Qualität entstehen. Der Zuschlag und die große Hitze wandeln das Begleitgestein in die geschmolzene Schlacke um. Zu gleicher Zeit muss das Eisenoxid zu Eisen reduziert werden, da in der Natur das Eisen nicht in reiner Form, sondern nur als Eisenoxid vorkommt. Der Koks dient hierbei sowohl als Brennstoff als vor allem auch als Reduktionsmittel. Der Kohlenstoff des Kokses verbindet sich mit dem Sauerstoff der Luft und es entsteht gasförmiges Kohlenstoffmonoxid. Dieses reduziert Eisenoxid zu metallischem Eisen, dem Roheisen. Das entstandene flüssige Eisen und die Schlacke sammeln sich im unteren Teil des Hochofens und werden dort entnommen. Die Schlacke, die auf dem flüssigen Roheisen schwimmt, sorgt dafür, dass das Eisen nicht wieder durch die heiße Luft oxidiert. Die Schlacke ist ein wertvolles Nebenprodukt, das im Straßenbau und bei der Herstellung von Zement Verwendung findet. Was wird benötigt, um eine Tonne Roheisen zu produzieren? Erstens, Erz und Zinter 1600 Kg. Zweitens, Cox 450 Kg bei einem Schwerölzusatz von 80 Kg oder ein Blaskohlezusatz von 150 Kg. Drittens, Zuschläge 100 Kg. Viertens, Kühlwasser 42.000 Kg. Fünftens, Wind 2300 Kg. Hier zeige ich einmal ein 95 Jahre altes Bild aus der Hochofengeschichte der August-Thyssen-Hütte. So feierten damals am 21. Februar 1929 in Bruckhausen die Männer vom Hochofen 8 ihren, für die damalige Zeit außerordentlich bemerkenswerten Tagesproduktionsrekord von 1217 Tonnen Roheisen. Die Großbaustelle Schwelgern mit dem Anlagenbauunternehmen GHH. In September 1972 berichtet man, dass ein neues Hochofenwerk der August hütte am Hafen Schwelgern entsteht. Alle neuzeitlichen Techniken werden bei diesem Objekt realisiert. Hier folgen die Bilder der wesentlichen Phasen der Bauzeit. Wie bereits erwähnt, hat der neue Hochofen in Schwelgern ein nutzbares Volumen von über 4.000 Kubikmetern. Entsprechend der rasanten Entwicklung des Hochofenprozesses kommen in der neuen Anlage alle modernen Techniken zum Einsatz. Ein Ofen dieser Größe wurde bisher erst in jüngster Zeit in Japan in Betrieb genommen. Mit diesem Werk wird auch die Hochofenbauende und ausrüstende Industrie ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen können. Hier noch ein paar Zahlen, die die Größe und den Umfang der Baumaßnahmen für dieses gigantische Projekt verdeutlichen mögen. 1. Der Bodenaushub betrug 210.000 Kubikmeter. 2. Die Schalung entsprach 140.000 Quadratmeter. 3. Der Betoneinbau 70.000 Kubikmeter. 4. Der Einbau von 8.500 Tonnen Betonstahl, wobei der Bewährungsanteil 121 Kg Stahl je Kubikmeter Beton betrug. 5. Die Stahlkonstruktion hat ein Gewicht von 39.000 Tonnen. 6. Die Anlagefläche mit allen Nebenanlagen, jedoch ohne Koks Erzleger, ca. 130.000 Quadratmeter. 7. Die Ofenhöhe über alles 120 Meter über Hüttenflur. 8. Die Höhe der Gichtkranbahn 91 Meter über Hüttenflur. 9. Der Ofendurchmesser 14 Meter. 10. Der Stahlkamin der Winderhitzeranlage hat eine Höhe von 145 Meter, einen Fußdurchmesser von 9 Meter und einen Austrittsdurchmesser von 6 Meter. Das Bild hier zeigt die Montage des Hochofengefäßes im Herbst 1970. Im Montagemast hängt der Ofenkopf. Das Ofengefäß besteht aus Stahlplatten mit einer Stärke bis zu 100 mm. In die untere Lochreihe werden die 40 Windformen eingebaut, in die oberen Ausschnitte die Schachtkühlkästen gesteckt. Der größte Gefäßdurchmesser beträgt 16,4 Meter bzw. nach der Ausmauerung 15,5 Meter. Vom Bauvorhaben des neuen Hochofenwerks in Schwelgern war im März 1971 im Wesentlichen erst das Ofengefäß mit einigen Stützen der Gießhalle zu sehen. Die rundum laufenden Montagebrücken bieten den zahlreichen Schweißern einen Zugang zu ihren Arbeitsplätzen. Im Juli 1971 war das Ofengerüst um das inzwischen in voller Höhe errichtete Ofengefäß in Bau. Die bereits installierte Windringleitung ist gut sichtbar. Das Bild zeigt das Hochofengefäß und die Winderhitzer zusammen. Die Heißwinderhitzer, deren Schweißnähte auf dem Bild durch rostfarbene Striche markiert sind, ganz links der später havarierte Kamin, der danach durch einen Neubau ersetzt wurde. Ein kleiner Teil der Wärmeisolierung ist bereits zu sehen. Rechts im Bild ist noch einmal das Ofengefäß mit der Ringleitung. Das Bild hier zeigt die Winderhitzeranlage, von der Brennschachtseite aus gesehen, und der 145 Meter hohe Kamin der Winderhitzeranlage. Von links oben kommt die Gichtbandbrücke, die auf der großen A-Stütze aufliegt. Die Montage der Wirblerunterteile der Gasreinigung. An den Bildrändern sind die Unterstützungen der Wirbler, die einen Durchmesser von 7 Meter haben, zur ersten Reinigung des Gichtgases zu sehen. Im Hintergrund die Gasnassreinigung, die einen Kreislaufwasserverbrauch von 3000 Kubikmeter je Stunde hat. Nach Durchlauf durch diese Reinigung enthält das Gichtgas weniger als 5 mg Staub je Normalkubikmeter. Das zentrale Messhaus war im November 1971 fertig betoniert. Dahinter tritt die Rohrleitungstrasse ins Bild, die vor der bereits fertiggestellten Gießhalle West liegt. Die Aufbauten auf den Gichtbühnen für die umfangreichen Schalt- und Hydraulikanlagen sind ebenfalls fertiggestellt. Blick in die noch nicht verkleidete Gießhalle Ost im Oktober 1971 mit dem dahinterliegenden Hochofenbühnen. Im Vordergrund die Rohrleitungsbrücke, die das dahinterliegende Gebläsehaus mit dem Hochofen verbindet. Dahinter links die Sauerstoffanlage. In der Bildmitte in hellem Beton liegt die Möller Bunkeranlage. Die Montage der 85 Meter hohen A-Stütze, welche die Übergichtkranbahn und die Gasabzugsrohre des Hochofens abstützt. Eine von der Größe enorme Unterstützung. Das Bild links zeigt den Baustand März 1972. Der Blick geht über die Wohngebiete von Marxloh hinweg. Im Hintergrund der Kirchturm von St. Peter. Hier im Bild zu sehen ist der 150 Meter hohe Montagemastkran der Gute Hoffnungshütte AG aus Oberhausen-Starkrade, der eigens zur Durchführung dieses Bauauftrages konstruiert werden musste. Mein Kommentar zur GHH, der nicht mehr existierende Anlagenbauer, die Gute Hoffnungshütte aus Oberhausen-Starkrade, der für Thyssen unter anderem auch das Oxygen-Stahlwerk in Bruckhausen gebaut hat, war damals sehr beschäftigt. Gegen Ende 1976 besuchte ich die damals bedeutenden Stahlbauwerkstätten in Stärkrade, und ich war sehr beeindruckt, was ich dort gesehen hatte. Die GHH fertigte dort auch große Reaktorbehälter für Kernkraftwerke. Die Hochofenausmauerung. Das Bild zeigt das Innere des Hochofens. Maurer bauen die feuerfeste Auskleidung Stein für Stein mit 450.000 Stück. Martin und Pagenstecher, Köln-Mülheim, lieferte die feuerfesten Steine. Das folgende Material wurde verwendet. Erstens Hochofensteine. Zweitens Schamottsteine. Drittens Silikasteine. Viertens Korundsteine. Das Bild zeigt die verschiedenen feuerfesten Steine, die in der Fabrikhalle versandfertig sind. Der 6. Februar 1973 war ein Dienstag, und es war ein Tag mit etwas Regen und einer Temperatur von 6 Grad Celsius, als der Hochofenschwelgern 1 auf seine erste Reise ging. Seit Anfang Februar 1973 verfügt die ATH über ein neues Hochofenwerk am Hafen Schwelgern. Am 6. Februar konnte dort der Hochofen Schwelgern 1, mit der Thyssenflagge auf der Gicht geschmückt, im Beisein von 500 Gästen aus Wirtschaft und Politik eingeweiht werden. Schwelgern 1 ist der erste Hochofen der ATH, der eine Tageskapazität von 10.000 Tonnen Roheisen besitzt, er ist damit zugleich der größte Hochofen der westlichen Welt. Hüttendirektor Dr. Ingenieur Hermann Brandy nannte die Fertigstellung des ersten Großhochofens in Schwelgern, an dessen Einweihung auch Hüttendirektor in Ruhestand Dr. Michel teilnahm, ein wichtiges Datum nicht nur für die ATH, sondern auch für ihre Kunden. Der Hochofen habe den Zweck, Roheisen von höchster Qualität zu konkurrenzfähigen Preisen zu liefern. Sein Bau sei gleichzeitig ein Beweis für das Vertrauen des Unternehmens in die Zukunftschancen der Eisen- und Stahlerzeugung an Rhein und Ruhr. Außer den Stahlverbrauchern und Verarbeitern begrüßte Dr. Brandi die in großer Zahl erschienenen Vertreter der Behörden, insbesondere der Stadt Duisburg und ihrer Ämter, der Gewerbeaufsicht, des Technischen Überwachungsvereins, sowie der Hütten- und Walzwerksberufsgenossenschaft, der Gemeinschaftsorganisationen der Stahlindustrie, unter ihnen des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute. Den zahlreichen Firmen, die beim Bau des Hochofens mitgewirkt haben, sprach er Dank und Anerkennung aus, unter ihnen vor allem der Gute Hoffnungshütte Stärkrade AG, die den eigentlichen Hochofen geliefert hat. Mit der GHH Stärkrade, so sagte Dr. Brandi, verbindet Thyssen seit Jahrzehnten eine bewährte Partnerschaft bei der Errichtung von Hochöfen und anderen hüttenmännischen Anlagen. Herzlich willkommen hieß Dr. Brandi den architektonischen Gestalter des Schwelgner Hochofens, Professor Fritz Schupp, er habe der ATH schon in den vergangenen Jahren bei der Errichtung vieler Großbauten entscheidend geholfen. Das neue Oxygen-Stahlwerk in Bruckhausen, die Stranggussanlage in Rohrort, die Erzbrech- und Siebanlage im Roroter Nordhafen und viele andere Bauten trügen seine Handschrift. Nicht zuletzt begrüßte Dr. Brandi auch die vielen Ingenieure, Meister, Werkleute und Facharbeiter, die in Schwelgern mitgeholfen haben, den neuen Hochofen zu bauen. Neue Maßstäbe für die Hochofentechnik. Dr. Brandy ging in seiner Ansprache auf die Frage ein, warum die ATH diesen Großhochofen gebaut habe. Sie verfüge in weiten Bereichen des Fabrikationsweges vom Erz- bis zum fertigen Stahlerzeugnis über hochmoderne Anlagen. Unter ihnen befänden sich der Hochofen 6 in Rohrort, der täglich 5000 Tonnen Roheisen liefere, drei Oxygenstahlwerke, zwei Warmbreitbandstraßen, zwei Kaltwalzwerke und viele andere Werksanlagen, die sich durch einen hohen Modernitätsgrad auszeichneten. Nimmt man aber das gesamte Bild, so stellte Dr. Brandi fest, so hatten wir trotz des Hochofens 6 in Rohrort im Bereich Roheisenerzeugung deutlich einen technologischen Rückstand. Zurzeit betreiben wir für eine Roheisenproduktion von monatlich rund 900.000 Tonnen 16 Hochöfen, das entspricht einer mittleren Monatsleistung von weniger als 60.000 Tonnen oder einer Tagesleistung von weniger als 2.000 Tonnen je Ofen. Hier musste etwas geschehen, zumal mit einem beachtlichen wirtschaftlichen Effekt durch den Neubau eines Hochofens auf modernster Grundlage gerechnet werden konnte. Gestützt auf die Erfahrungen mit dem Hochofen 6 in Rorot, der bereits einen Gestelldurchmesser von 11 Metern aufweist, und unter Einbeziehung vieler bei der ATH entwickelter technologischer Neuerungen wurde dieser Großhochofen mit 14 Meter Gestelldurchmesser bzw. 4200 Kubikmeter Volumen geplant und errichtet. Wir hoffen, mit diesem Bauwerk neue Maßstäbe der Hochofentechnik zu setzen, auch wenn andere Stahlunternehmen bald mit Öfen ähnlicher Größe folgen werden. Im Übrigen habe die hohe Schlackenproduktion des Hochofens verständlicherweise den Plan ausgelöst, die anfallende Schlacke hier auch zu hochwertigem Hochofenzement zu verarbeiten. Im internationalen Wettbewerb Große Investitionsprojekte wie dieser Hochofen ließen Notgedrungen auch die Frage aufwerfen nach der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Stahlindustrie und nach ihren langfristigen Zukunftschancen. Was den Stahlbedarf in einer sich rasch weiter industrialisierenden Welt anbetreffe, so könne von insgesamt recht günstigen Perspektiven ausgegangen werden. Die jüngste Entwicklung auf den Stahlmärkten wertete Dr. Brandy in diesem Zusammenhang als einen deutlichen Beweis dafür, dass der Stahlverbrauch, unbeschadet aller konjunkturellen Rückschläge, wieder zu einer beachtlichen Dynamik zurückgefunden habe. Wenn trotz der zurzeit hohen Auslastung der Anlagen die Ertragslage der Stahlindustrie weiterhin unbefriedigend sei, dann liege das neben den Kostensteigerungen der letzten Jahre vor allem an den Folgen der harten währungspolitischen Eingriffe in die Wettbewerbsfähigkeit. Die Koksversorgung. Es wird einige Zeit dauern, sagte Dr. Brandy, bis diese Nachteile ausgeglichen sein werden. Umso mehr kommt es darauf an, dass uns auf dem Gebiet der Brennstoffversorgung nicht neue Erschwerungen in den Weg gelegt werden. Wir als Eisenhüttenleute rechnen auf Jahrzehnte hinaus mit dem Hochofen und dem Oxygenstahlkonverter als kostengünstigstem Produktionsweg, auch wenn sich gleichzeitig dem Direktreduktionsverfahren unter bestimmten Umständen günstige Chancen eröffnen. Für Hochofen sei Koks als Reduktionsmittel leider unentbehrlich. Die langfristig sichere Versorgung mit Kokskohle zu wettbewerbsgerechten Preisen sei deshalb für die deutschen Hüttenwerke eine Existenzfrage. In einem hochindustrialisierten Land wie der Bundesrepublik hänge von ihrer Lösung zugleich auch die Zukunft einer breit gefächerten weiterverarbeitenden Industrie ab. Wir haben uns in der Vergangenheit darauf verlassen, sagte Dr. Brandy abschließend, dass der deutsche Steinkohlenbergbau gemäß den gegebenen Zusagen in die Lage versetzt wird, die Stahlindustrie zu Wettbewerbspreisen zu beliefern. Die Inbetriebnahme dieses großen Hochofenprojektes ist ein Beweis dafür, dass wir dieses Vertrauen nicht verloren haben. Wir sind zuversichtlich, dass auch im Rahmen des bevorstehenden Energieprogramms der Bundesregierung Lösungen gefunden werden, die den Belangen der öffentlichen Hand und des Steinkohlenbergbaus ebenso Rechnung tragen wie den berechtigten Anliegen der deutschen Stahlindustrie. Ein Spitzenwerk der Technik. Betriebsdirektor Volker von Branconi übergab dann Dr. Brandi und dem Werksdirektor des Hochofenbetriebes, Dr. Heinert, das Hochofenwerk Schwelgern mit einem herzlichen Glückauf für die erste Ofenreise. In einer kurzen Ansprache machte er sich zum Sprecher aller am Aufbau beteiligten 300 Unternehmen, deren Lieferungen von der für den Bau von Hochöfen zuständigen Gruppe der Neubauabteilung unter Leitung von Oberingenieur Eschenberg koordiniert wurden, und der Fachleute der ATH, und dankte für das Vertrauen, ein solches Spitzenwerk deutscher Hochofentechnik bauen zu können. An einigen technischen Daten verdeutlichte er die Bedeutung dieser Investition. Für Fundamente, Bühnen und Gebäude wurden 70.000 Kubikmeter Beton verbaut. Um sie einzubringen, mussten 500 Bauhandwerker ein ganzes Jahr lang tätig sein. 38.000 Tonnen Stahl wurden für den Ofen und seine Nebenanlagen verarbeitet. Davon ließen sich fast vier Rheinbrücken bauen. 20 Kilometer Förderbänder. Die in Schubschiffen in Schwelgern ankommenden Auslandserze werden über ein mehr als 20 Kilometer langes System von Förderbändern den Anlagen der Erzaufbereitung, der Möllerung des neuen Hochofens oder den Lagerplätzen zugeleitet. An dieses Transportsystem ist auch die Versorgung des Hochofens mit Koks, der in Großraumzügen mit Selbstentladewagen angeliefert wird und mit Zuschlagstoffen angeschlossen. Die über 300 Start- und Zielpunkte dieses Förderbandnetzes werden, ähnlich wie bei einem Gleisstellwerk, von einer einzigen Steuerwarte ausgeschaltet. Ein automatisches Erfassen der geförderten Mengen und Bestände ist ihr angegliedert. Die Windmenge Zwei Hochofengebläse drücken jede Sekunde eine Windmenge in den Hochofen, die ein Einfamilienhaus füllen würde. Das Wasser im Kreislauf. Fast 100 Wasserpumpen sind für Zwecke der Kühlung, der Gasreinigung und der Verwandlung der Hochofenschlacke in Granulat installiert. Dabei wird alles Wasser ungefähr in einem Dutzend verschiedener Kreisläufe wieder verwendungsfähig aufbereitet. Der Stromverbrauch des Hochofenwerkes Schwelgern entspricht der Erzeugung des ATH-Kraftwerkes also mit etwa 100 MW. Das Ein- und Ausschalten der vielen hundert Antriebsmotore, die über das ganze Werk verstreut sind, ist in drei großen Steuerwarten zusammengezogen. Hier sind alle modernen Hilfsmittel, insbesondere der Elektronik, eingesetzt, um den Betriebsablauf von diesen Punkten aus übersehen und lenken zu können. Betriebsdirektor von Branconi sprach an erster Stelle den Behörden der Städte Duisburg und Walsum, ihren Bürgern und den für das Genehmigungsverfahren zuständigen Ämtern des Landes Nordrhein-Westfalen den herzlichen Dank des Unternehmens aus für die Unterstützung, die sie der Projektierung, der Konstruktion und dem Bau des Hochofenwerkes in den vergangenen Jahren hätten angedeihen lassen. Emissionsprobleme. Eingehend ging er dann auch auf Fragen des Umweltschutzes ein. Die Bauerlaubnis, so sagte er, sei nach eingehender und sachlicher Erörterung aller Emissionsprobleme erteilt worden. In Anbetracht der hohen Gesamtbelastung des industriellen Ballungsgebietes habe die ATH eine Anzahl gravierender Auflagen zum Schutz der Bevölkerung anerkannt, auf deren Einhaltung die Neubauabteilung zusammen mit den Sachverständigen der einschlägigen Fachfirmen alle erdenkliche Sorgfalt verwendet habe. Mit Nachdruck unterstrich Betriebsdirektor von Branconi, dass der Bau des Hochofenwerkes in Schwelgern nur möglich gewesen sei, weil trotz des starken Ausbaus der Industrie die von der Landesanstalt für Emissions- und Bodennutzungsschutz festgestellte Luftbelastung insgesamt rückläufig sei. Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass in den letzten Jahren in großem Umfange überalterte Betriebe durch Hochleistungsanlagen mit fortschrittlicher Technik zum Umweltschutz abgelöst worden seien. Umweltschutzanlagen erfordern 15% der Baukosten. Der Wert der im Hochofenwerk Schwelgern installierten Einrichtungen zum Umweltschutz erreiche 15% der gesamten Baukosten. Jeden Besucher werde bei einem Rundgang der Umfang solcher Anlagen zur Gasreinigung, zur Wasseraufbereitung und für Maßnahmen des Schallschutzes überraschen. Aus diesen Hinweisen möge man aber nicht folgern, dass die ATH mit dem heutigen Erscheinungsbild des Werkes schon völlig zufrieden sei und den Nachweis so hoher Ausgaben für Einrichtungen des Umweltschutzes als Abschluss ihrer Mühen um den blauen Himmel über Hamborn ansehe. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass seit Jahren ein Stab von mehr als 50 Ingenieuren, Chemikern und Konstrukteuren sich ausschließlich mit der Verringerung von Emissionen in den Betrieben des Unternehmens befasse. Dieses Team werde sich auch weiterhin um Verbesserungen bemühen. Man möge aber bedenken, dass Lösungen für die Emissionsprobleme auf vielen Gebieten nicht auf dem Anlagenmarkt gekauft werden könnten, sondern in langwieriger Arbeit selbst erforscht werden müssten. Beim Bau des neuen Hochofens hätten alle Unternehmen und deren Mitarbeiter vor der schwierigen Aufgabe gestanden, die altbewährten Typen und Standards zu verlassen und in bisher nicht gekannte Größenordnungen ausweiten zu müssen. Konstruktives und fertigungstechnisches Neuland habe auch da beschritten werden müssen, wo das Streben nach einer Verbilligung des Hochofenprozesses durch Erzeugung von heißest Wind oder durch Zumischung von billigem Sauerstoff dies fordere. Die Fachleute der Firmen und der ATH selbst seien sich bei der Arbeit an diesem Hochofenwerk darüber klar gewesen, dass der betriebliche Erfolg nur garantiert sei, wenn man mit einer neuartigen Grundlagenforschung und Berechnungsmethode die Zuverlässigkeit jedes Bauteils überprüfe. Deshalb seien über die Mängel früherer Hochöfen eingehende Analysen angestellt und wenn nötig neue Problemlösungen entwickelt worden. Das mit jeder Neukonstruktion verbundene Risiko habe planmäßig abgewogen werden müssen, denn Störungen in den Anlagen würden weite Bereiche der nachgeschalteten Verarbeitungsbetriebe lähmen. Die neuen Erfahrungen. Wenn der Hochofen seinen Betrieb aufnehme, beginne für alle Bauteile eine Probezeit. In ihr könnten die beteiligten Ingenieure zusätzliche Erfahrungen in einer ihnen bisher unbekannten Größenordnung solcher Anlagen gewinnen. Für diese Chance seien wohl alle Unternehmen umso dankbarer, weil die technischen Spitzeneinheiten von heute die Standards von morgen seien. Allen an diesem Hochofenwerk beteiligten Firmen wünsche er deshalb als Dank für ihre Mühe, dass sich ihre Arbeit erfolgreich bewähre und sie in Schwelgern wesentliche Erkenntnisse für den Wettbewerb der Zukunft sammeln konnten. Täglich 20.000 Tonnen Material. Der Hochofen soll täglich 20.000 Tonnen Material, das heißt den Inhalt von 20 kompletten Güterzügen, verdauen. Das sei aber nur möglich, wenn das Essen fein vorbereitet werde, sauber klassiert und abgesiebt in der Möllerung. Ginge die Verdauung nicht noch schneller vonstatten, haben man sich bei der Vorplanung überlegt, wenn die erforderliche Luft auf hohe Temperaturen erhitzt und außerdem der Sauerstoffgehalt angehoben würde. Bei dem großen Durchmesser ist für die Atmung auch eine größere Eindringtiefe der Luft erwünscht. Der hierfür erforderliche höhere Druck darf aber zu keinen inneren Verletzungen infolge zu hoher Geschwindigkeiten führen. Wie wäre es also, diese durch Gegendruck zu kompensieren, das heißt den Kopf mit schönen Hüten zu verzieren und den Druck der Abgase zu regeln? auch auf die Verteilung von Wind, Roheisen und Schlacke muss besonders geachtet werden. Hierfür sind 40 Blasformen und 4 Abstichlöcher vorgesehen. Zur Aufnahme der flüssigen Produkte Roheisen und Schlacke stehen entsprechende Gefäße zur Verfügung. Diagnosezentrum. Im zentralen Messraum sei ein Diagnosezentrum installiert worden, in dem man zu jeder Zeit sämtliche Angaben über die Kreisläufe des Hochofens abfragen könne. Hier würden laufend auch alle Mengen und Konzentrationen sowie die Temperaturen und Drücke überwacht, Störungen registriert und die notwendigen therapeutischen Maßnahmen katalogisiert. Mit Hilfe dieses Instrumentariums hoffe man, größere Kinderkrankheiten oder andere in zunehmendem Alter auftretende Beschwerden rechtzeitig zu erkennen und erfolgreich zu behandeln. Dank an Mitarbeiter! Betriebsdirektor von Branconi sprach auch den aus zahlreichen Fachabteilungen des Unternehmens in großer Zahl verpflichteten Spezialisten herzlichen Dank dafür aus, dass sie aus der Sicht ihres Fachbereiches stets ihren Rat zur Verfügung gestellt und damit zum erfolgreichen Bau dieses Hochofens beigetragen hätten. Dies gelte vor allem für die Mitarbeiter der Hochofenwerke Bruckhausen und Ho Rohrort, der Forschung, der Ingenieurabteilung, der Arbeitsmedizin, der Feuerwehr, der Abteilung für Arbeitssicherheit und der technischen Datenverarbeitung. Der Stahlbau Rorort unter Leitung von Oberingenieur Westerhuls, die Bauabteilung und die mechanischen Werkstätten hätten sich in vielen Fällen als rettende Engel betätigt. Allen am Bau Beteiligten wünschte er abschließend als Lohn für die Mühe, dass der neue Hochofenschwelgern I durch Leistungen von sich reden machen möge, die in der Welt an der Spitze stehen. Seit November 1972 angeheizt. Werksdirektor Dr. Heiner teilte mit, dass die Winderhitzer bereits Anfang November angeheizt, dass der Hochofen seit Dezember getrocknet und im Januar mit 900 Kubikmeter Holz, 3300 Kubikmeter Koks, 650 Tonnen Schlacke und 500 Tonnen Erz gefüllt worden sei. Das erzeugte Gichtgas werde die Kraftwerke Hamborn und Rohrort der ATH versorgen. Ein Teil der dort erzeugten elektrischen Energie werde dann wieder in den Werksbereich Schwelgern zurückfließen. Dann gab er das Signal, das von Hamborn nach Schwelgern gedrückte Gas anzuzünden und wünschte dem Hochofen mit einem herzlichen Glück auf allzeit eine glückliche Reise. Rundgang Die Gäste hatten nach der Einweihungsfeier Gelegenheit, auf einem etwa einstündigen Rundgang den Hochofen eingehend zu besichtigen, bevor sie sich, zum Abschluss des Tages im Festzelt zu einer Erbsensuppe mit Bier zusammenfanden. In einer kurzen Ansprache würdigte bei dieser Gelegenheit Prof. Dr. Schenk den Wagemut, den die ATH mit dem Bau des neuen Großhochofens beweise. Er sprach dabei die Hoffnung aus, dass er zu einem Vorstoß in technisches Neuland beitragen werde. Der Hochofenprozessrechner und die damit erreichte Steuerung des Hochofens. Der Einsatz der Beschickung in den Hochofen wird in Schwelgern seit 1973 von Prozessrechnern gesteuert. Die Einträge an Koks und Möller basieren auf Optimierungsrechnungen, die im Online-Betrieb ablaufen und die sich auf die jeweils aktuellen verfügbaren Bunkerbestände, Einsatzstoffanalysen und Sollvorgaben beziehen. Mit der Inbetriebnahme des Thyssen-Großhochofens wurde es dann möglich, die durch Lösen einer linearen Optimierungsaufgabe errechneten Materialeinträge zur bedienungslosen Ansteuerung der Möller- und Kokswagen zu benutzen. Entsprechend dieses Aufgabenumfanges und der Sicherheitsüberlegungen wurde für den Großhochofen in Schwelgern ein Doppelrechnersystem und zwar der Siemens 306 im zentralen Messhaus installiert. Das System ist so organisiert, dass im Normalbetrieb einem Rechner die Programme, die von der mathematischen Abteilung der Forschung überwiegend für Prozesssteuerungsaufgaben geschrieben wurden, zugeordnet sind, während der andere die Messwerterfassung von ca. 700 Analog- und 300 Digitalwerten sowie das betriebliche Berichtswesen übernimmt. Die Rechner überwachen sich durch Programm gegenseitig, so dass bei Ausfall einer Anlage der andere Rechner dessen Aufgaben zumindest zum Teil zusätzlich übernimmt. Hierzu werden die Peripherieeinheiten wie Datensichtgeräte, Fernschreiber, Lochkarten-Ein- und Ausgabe sowie Schnelldrucker umgeschaltet. Die für eine optimale Fahrweise des Hochofens erforderliche Rechnerunterstützung wird auf diese Weise aufrechterhalten. Im Rechnerverbund mit den Siemens-Anlagen arbeiten ein zuse rechner in der Möller-Vorbereitung, ein Rechner AEG 6010 als Einzweckrechner für die automatische Möller-Steuerung, ein Kleinrechner an der Gleiswaage Hamborn, sowie die IBM-Rechenanlagen im Zentralen Rechenzentrum der technischen Datenverarbeitung in Bruckhausen. Die Bedeutung des Einsatzes dieser modernen Prozessrechner für den Hochofenbetrieb liegt im Wesentlichen in der exakten Berechnung, Disposition und Steuerung des Müllers als unbedingt notwendige Voraussetzung für einen gleichmäßigen Ofengang und für das Erreichen der geforderten Roheisenmenge sowie Analysen. Ferner erfolgt die Ausgabe wichtiger Hinweise über den Prozessverlauf, wie zum Beispiel das Temperaturverhalten des Hochofens, die Arbeitsweise der Winderhitzer durch Anzeige und Protokollierung zahlreicher Messwerte, sowie vom Rechner ermittelter Betriebskenndaten über Bildschirm bzw. Fernschreiber, sowie in der Bearbeitung des betrieblichen Berichtswesens. Lückenloses Protokoll. Bedingt durch den Ausbau der Möller-Vorbereitung um Erzmischbäten und eine zweite Sinteranlage mussten 1970 der bereits erwähnte erste Thyssen-Online-Rechner aus dem Steuerstandverteiler Mitte in den neuen zentralen Steuerstand umgesetzt werden. Neben einer Erweiterung der Zuse Z25-Rechner um zwei Trommelspeicher wurden aufgrund der umfangreichen Aufgabenstellung auch dieser Anlage zwei Kleinrechner vorgeschaltet. Sie ermitteln im Rahmen ihrer Datenerfassungs- und Überwachungsfunktionen unter anderem die Fördermengen der Rohstoffe Erz, Koks und Zuschläge über 38 Bandwagen automatisch und protokollieren alle betrieblichen Eintastungen, Müllerstoffbewegungen und Leistungsdaten lückenlos. Nach abgeschlossenen Förderungen werden dem übergeordneten Zuse-Rechner die Daten komplett und direkt übermittelt, der seinerseits die Lagerbestände führt, Dispositionsübersichten nach Menge, Sorte und Kosten des Mischgutes, sowie Durchsatz- und Bestandsberichte ausgibt. Darüber hinaus führt er auf Anforderung voraus Berechnungen für die Feinerzmischbetten zur Erreichung einer bestimmten Sollanalyse durch. Am 6. Februar 1973 begann der Hochofen seine Roheisenproduktion und verarbeitete jeden Tag rund 20 Güterzüge mit jeweils 20 Waggons gefüllt mit Erz, Sinter, Koks und Kohle und produzierte täglich 10.000 Tonnen Roheisen, doppelt so viel wie der damals modernste Hochofen. Kurz nach der Inbetriebnahme entzündete sich in Hamborn eine, zum Teil von starken Emotionen überlagerte Diskussion über Fragen des Umweltschutzes. Sie versuchte den neuen Hochofen zu einem schwarzen Riesen zu machen und verschaffte ihm damit eine weite Publizität. Die öffentliche Diskussion setzte ein, nachdem am Freitag, den 23. Februar 1973, bei einem Gewitter drei Minuten vor Mitternacht ein Blitz eingeschlagen war. Er setzte den Transformator der Gichtgasreinigung außer Betrieb, sodass das Gas mit großem Druck und unter erheblichem Lärm aus den Sicherheitsventilen über der Gicht entweichen musste. Zur Information sei hier gesagt, dass es nicht nur in Schwelgern, sondern auch in La heftige Umweltschutzdiskussionen über das Hineinwachsen der ATH während der letzten Jahre in die Wohnbezirke sowie den Betrieb ihrer dortigen Hochöfen, der Sinteranlage und dem Kraftwerk gab. Der Spiegel schrieb zu Schwelgern im März 1973 dazu. Trotz heftiger Proteste darf der Thyssen-Konzern mit einem Superhochofen weiterhin den Schlaf Duisburger Bürger stören. Am Montagmorgen vergangener Woche zerknallten in einigen Wohnhäusern der Duisburg-Marxloher Vereinsstraße die Fensterscheiben mit lautem Getöse. Die Scherben regneten über gedeckte Frühstückstische. Ich wäre, bekennt die Kioskinhaberin Elisabeth Steimer, vor Schreck beinahe aus dem Bett gefallen. Das Rentner-Ehepaar Anna und Paul Vormann am Kiebitzberg 18 geht seitdem jeden Abend mit der Angst zu Bett. Ein ähnlicher Knallteppich könne auch in der bevorstehenden Nacht wieder über die Wohnhäuser zischen. Anna Vormann: Der Knall riss bei uns alle Türen auf. Ich habe noch nie einen solchen Schock bekommen. Die Schreckensnächte, die manche Anwohner nur mit Schlaftabletten und Watte in den Ohren ertrugen, begannen am 6. Februar 1973. Damals blies die Duisburger August-Thyssen-Hütte, größter Stahltrast auf dem Kontinent, den größten Hochofen der westlichen Welt an. Die gigantenhafte Eisenschmelze im Volksmund Schwarzer Riese genannt war 1972 von dem Stahlkonzern für 400 Millionen Mark in Schwelgern hingestellt worden und soll täglich 10.000 Tonnen Roheisen, ein Drittel der Thyssen-Produktion ausspucken. Die Stahlmanager hatten den etwa 5.000 Duisburger Anrainern ihren Schwarzen Riesen als umweltfreundliche und moderne Anlage beschrieben. Noch am 7. Februar 1973 schwärmte die Essener Neue Ruhr Zeitung bei der Einweihung der Stahlküche per Schlagzeile. Der Hochofen knisterte gemütlich wie ein Kaminfeuer. Schon wenige Tage später aber war aus dem Knistern ein infernalischer Dauerlärm geworden. Die von den Bürgern Eilends alarmierten Prüfer des Duisburger Gewerbeaufsichtsamtes ermittelten. Statt dem von der Gewerbeaufsicht erlaubten Lärmpegel von 35 Fohn erzeugte der Koloss bis zu achtmal mehr, als von der Gewerbeaufsicht toleriert. Denn zehn zusätzliche Phonen bedeuten jeweils wieder eine Verdoppelung des Lärms. Ein solcher Dauerbeschuss aber kann nach Ansicht von Medizinern bereits zu Gesundheitsschäden führen. Das Gewerbeaufsichtsamt verfügte die Stilllegung des Lärmproduzenten. Gehen wir zurück, was man bei Thyssen sagte. Aufgrund einer eingehenden Untersuchung der Folgen dieses Blitzschlages verstärkte die ATH sofort ihre Maßnahmen, den Hochofen in dieser Hinsicht noch sicherer zu machen und auch den allgemeinen Lärmpegel des Hochofens und seiner Nebenanlagen in diesen ersten Wochen des Einfahrens so schnell wie möglich auf die gesetzlich zugelassenen Werte zu bringen. Diese Maßnahmen wurden mit großer Intensität und Beschleunigung angegangen, um den Auflagen zum Schutz der benachbarten Wohngebiete und ihrer Bevölkerung zu genügen. In Gesprächen mit Vertretern einer marxloh bürgerinitiative legte der Vorstand im Einzelnen dar, welche Maßnahmen bisher getroffen waren und welche noch anstanden, um dieses Ziel möglichst bald zu erreichen. Die Kosten für Investitionen zum Umweltschutz beliefen sich beim neuen Hochofen auf 50 Millionen D-Mark, das sind rund 15 Prozent der gesamten Baukosten. Sie umfassten viele Maßnahmen. So waren zum Beispiel an 80 Betriebsstellen des Hochofens und seiner Nebenanlagen bereits beim Bau Lärmschutzeinrichtungen eingebaut worden. Nach Inbetriebnahme stellte sich jedoch heraus, dass sie die vorausberechneten Werte entsprechend den diesbezüglichen Genehmigungsauflagen nicht erreichten, so dass in Zusammenarbeit mit den Lieferfirmen eine Reihe von Nachbesserungen an Lärmschutzeinrichtungen unmittelbar nach Inbetriebnahme des Ofens erfolgten. Während diese Arbeiten noch liefen, erließ das Duisburger Gewerbeaufsichtsamt am 15. März 1973, nur knapp vier Wochen nach Anblasen des Hochofens, überraschend eine Stilllegungsverfügung unter gleichzeitiger Anordnung der sofortigen Vollziehung. Gegen sie legte die ATH Widerspruch beim Gewerbeaufsichtsamt ein und beantragte beim Verwaltungsgericht Düsseldorf die Aussetzung der sofortigen Vollziehung, und der Hochofen produzierte weiter. Bei der mündlichen Verhandlung am 22. März 1973 wies Hüttendirektor Dr. Brandi unter anderem darauf hin, dass die getroffenen und die noch vorgesehenen Maßnahmen nach der sicheren Überzeugung der Werksleitung den Geräuschpegel im angrenzenden Wohngebiet bereits bis Mai wesentlich senken und in den folgenden Monaten noch weiter absinken lassen werden. Die aufgetretenen Anfangsschwierigkeiten seien darauf zurückzuführen, dass es bei einem Hochofen solcher Größe, mit dem die ATH in der vordersten Linie der technischen Entwicklung stehe, erst während des Anfahrens möglich sei, die Effektivität der bereits vorher von erstklassigen Fachleuten eingeplanten Maßnahmen zur Dämpfung und Dämmung des Schalls zu überprüfen und etwaige Mängel abzustellen. In diesem Stadium befände man sich. Um die notwendigen Maßnahmen jedoch gezielt durchführen zu können, sei es zwingend notwendig, den Hochofenbetrieb aufrechtzuerhalten. Vor dem Verwaltungsgericht gab die ATH die Erklärung ab, dass sie unter anderem ein 20-Punkte-umfassendes Verbesserungsprogramm durchführen und damit bereits bis Mitte Mai 1973 den Lärmpegel, gemessen in dem nächstliegenden Wohnhaus, auf 55 Dezibel vermindern werde. Unter Berücksichtigung dieser Erklärung der ATH zog das staatliche Gewerbeaufsichtsamt Duisburg die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Stilllegungsverfügung zurück. Die Frage des Umweltschutzes im Bereich des neuen Hochofens Schwelgern 1 muss im Zusammenhang mit dem Siedlungsraum gesehen werden, der um das Gebiet des Hafens Schwelgern liegt. Wie es bei Hüttenwerken mit langer Tradition die Regel ist, sind auch bei der ATH überwiegend Wohn- und Industriegebiete eng miteinander verzahnt. Schützende Übergangszonen fehlen. Dies gilt auch für Schwelgern. Hier liegt in einer Entfernung von 400 Meter östlich des neuen Hochofens ein Marxlohr Wohnbereich mit größtenteils zwei- bis dreigeschossiger Bebauung. Etwa 250 Meter dieser Distanz sind noch Werksgelände, dann folgen eine 10 Meter breite Hauptverkehrsstraße und anschließend die Anlagen des Hamborner Stadions. An dieser Stelle der Werksgrenze schüttete die ATH im Jahre 1960 den Petersberg in einer Länge von 750 Meter und in einer Höhe von 20 Meter aus dem Abraum des Beäckerwerther Werksgeländes an und begründete ihn, um durch diese Maßnahme das Wohngebiet gegen das Werksgelände abzuschirmen. In nördlicher Richtung grenzt das Gebiet, in dem der Hochofen Schwelgern liegt, in einer Entfernung von 1000 Meter ebenfalls an ein ausgedehntes Wohngebiet, und zwar an die Elberhofsiedlung siedlung im Walsumer Stadtteil Aldenrade Süd. Im Westen fließt in einer Entfernung von 950 Meter der Rhein vorbei, dem ein 750 Meter langes und 100 Meter breites Hafenbecken vorgelagert ist. Im Zusammenhang mit der Planung des Hochofens Schwelgern ist vorgesehen, die Grünflächen im Hafengebiet auf eine Größe von 160.000 Quadratmeter zu erweitern und hier insgesamt etwa 30.000 Bäume und Sträucher anzupflanzen. Zur Verringerung der Staubbelastung erfolgte in der Vergangenheit eine Vielzahl von Maßnahmen. Soweit im Hafengebiet Schwelgern Erzvorbereitungs- und Bandanlagen untergebracht sind, wird der Staubauswurf durch sorgfältige und umfassende Entstaubungseinrichtungen beherrscht. Die bisher installierten Anlagen setzen zurzeit rund 1300 Kubikmeter Abluft je Sekunde durch, sie haben eine Anschlussleistung von rund 12.400 Kilowatt. Bei der Planung des Hochofens war vorauszusehen, dass beim Absieben und Wiegen von Sinter, Koks und Erz in der Möllerung Staub anfallen werde. Deshalb wurde hier ein Elektrofilter von 90 Kubikmeter Abluft je Sekunde und eine Anschlussleistung von 336 kW aufgestellt. Um die Anlieferung des Hochofenmöllers mit dem Verbrauch abzustimmen, sind geräumige Vorratshalden angelegt. Soweit es sich hierbei um sandfeine Feinstoffe handelt, sind sie bei Anhalten trockener Witterung und bei starken Windstaubquellen. Diese Lagerflächen wurden deshalb auf 40% der bisher zu diesem Zweck genutzten Fläche verringert und zu 30% durch Mischbetten ersetzt, die durch die modernen Methoden des Aufschüttens der Vorratshalden und rasches Umschlagen der erdfeucht gehaltenen Stoffe keinen Staub mehr entstehen lassen. Was die Abgase von Industrieanlagen betrifft, so wird in der öffentlichen Diskussion über den Umweltschutz die Industrie gerne pauschal verteufelt, ohne den großen Unterschied im Zuschnitt der Werke untereinander zu sehen oder sich die Belastung der Umwelt durch die Emissionen der Haushalte und Autos vor Augen zu halten. In diesem Zusammenhang ist aber auch besonders hervorzuheben, dass das Hochofengefäß durch einen Gichtverschluss völlig abgedichtet ist, so dass Abgase ungereinigt nicht entweichen können. Sie werden vielmehr gereinigt und unmittelbar wieder in den Winterhitzern eingesetzt oder den Kraftwerken zugeleitet. Der Hochofen Schwelgern hat den Brennstoffverbrauch eines 650 MW-Kraftwerkes, dessen Stromerzeugung ausreichte, um sämtliche Duisburger Haushalte zu versorgen. Es ist deshalb verständlich, dass der Hochofen auf eine intensive und gut geregelte Kühlung angewiesen ist. Das Hochofenwerk Schwelgern braucht den Rheinstrom weder als Wasserspender noch als Kühlsystem. Das Wasser, das man zur Kühlung des Hochofenpanzers und der Nebenanlagen benötigt, wird in acht verschiedenen Kreisläufen von etwa 40 verschiedenen Pumpen umgewälzt. Von der Wärme, die bei der Verdampfungskühlung in den Kühltürmen abgeführt wird, ließen sich 9000 Wohnungen heizen, Zusatzwasser wird dabei der öffentlichen Wasserversorgung entnommen. Ein weiterer, in sich geschlossener Wasserkreislauf dient der Reinigung des Gichtgases. Sein Wasser wird in einem Klärbecken von 35 Meter Durchmesser und anschließend in einer Kühlturmanlage gekühlt. Diese Einrichtungen haben keine direkte Verbindung zum Rhein. Der Klärteich wird vielmehr, etwa im Reparaturfalle, über die Emscher und deren Kläranlagen abgelassen. Das Gelände des Hochofenwerks besitzt zwei getrennte Kanalsysteme für die Abwässer. Das eine ist etwa 4 Kilometer lang, nimmt nur Regenwasser auf, und führt es in den Rhein, während das andere drei Kilometer lang ist und das hier zusammengefasste Brauchwasser zur nahen Emscher-Clair-Anlage leitet. Bei Werken der Schwerindustrie wie der ATH, in deren unmittelbarer Nachbarschaft Wohngebiete liegen, sind Lärmprobleme besonders belastend. Denn für Wohnungen ist der Verkehrslärm durch ihre in schallschutztechnischer Hinsicht unzureichende Bauweise bereits eine Belastung, so dass in Nachtzeiten fallende Geräusche besonders quälend empfunden werden. Das sind Faktoren, die Geräuschprobleme in Wohnbereichen leicht zu einer unzumutbaren Belastung werden lassen. Während auf allen übrigen Gebieten des Umweltschutzes moderne Anlagen in der Regel einen Fortschritt bedeuten, kann man dies nicht in Bezug auf die Geräusche sagen. Wesentliche Merkmale moderner Hochleistungsanlagen sind starke und damit laute Elektromotoren ebenso wie das Arbeiten mit hohen Verfahrensdrücken. Werden deren zulässige Grenzen überschritten, sprechen die Sicherheitseinrichtungen mit hohen Schallstärken an. Hinzu kommt, dass die Firmen, die Einrichtungen zur Schalldämpfung bauen, häufig Aufgaben gegenüberstehen, zu denen die notwendigen Erfahrungen erst gesammelt werden müssen und die deshalb oft erst nach mehreren Nachbesserungen zufriedenstellend gemeistert werden können. Die ATH und die Lieferfirmen für die Anlagen des Hochofens Schwelgern 1 sahen sich also vor eine sehr schwere Aufgabe gestellt, als ihnen mit Rücksicht auf das angrenzende Wohngebiet die Auflage gemacht wurde, dort in 400 Meter Entfernung vom Hochofen eine Schalleinstrahlung von 35 Dezibel anerkennen zu müssen, während bereits ein im Leerlauf drehender PKW-Motor mit 50 bis 60 Dezibel zu hören ist. Um das geforderte Ziel zu erreichen, wurden an fast 80 Stellen schalldämmende Einrichtungen eingebaut, die entsprechend einer im Betrieb erwarteten Schallausstrahlung ausgelegt wurden. Nach Inbetriebnahme des Hochofens hat sich bedauerlicherweise diese Annahme zum Teil nicht bestätigt, zum anderen wurde die vorgesehene und vorgeschriebene Dämpfung nicht voll erreicht, diese Feststellungen konnten bei einigen Einrichtungen bereits bei der Simulation des zukünftigen Betriebes bzw. bei der Erprobung getroffen werden. Hier erfolgte die notwendige Nachbesserung. Sie erbrachte jedoch nicht in jedem Falle den gewünschten Erfolg. So musste zum Beispiel bei den in fast 100 Meter Höhe liegenden Einrichtungen der Gicht bereits vor Anblasen des Ofens zweimal nachgebessert werden. Dass die vorgesehenen Maßnahmen vor allem für den Lärmschutz nicht auf Anhieb zu dem erwarteten Erfolg führten, war auch für die Techniker der ATH überraschend. Denn sie hatten in den vergangenen Jahren bei einer Reihe von Neubauten ähnliche Auflagen zur Schalldämpfung zu vollem Erfolg gebracht. So wurde zum Beispiel 1961 ein Gebläsehaus für das Hochofenwerk in einer Entfernung von nur 100 Meter von den nächsten Wohnhäusern errichtet, es wird dort nicht als störend empfunden. Auch die zwei Jahre später fertiggestellte Sauerstoffanlage Beeka Wert in einer Entfernung von 150 Meter zu einem Wohngebiet hat ebenfalls den vorgeschriebenen Wert der Schalldämmung erreicht. Jetzt, zehn Jahre später, gelang es der gleichen Firma nicht, die notwendige Schalldämmung, allerdings bei einer Sauerstoffanlage eines anderen Typs auf Anhieb zu erzielen. Wie man vom Ablasen einer Dampflokomotive, das auf eine Verringerung des Druckes im Lokomotivkessel zurückzuführen ist, wohl noch weiß, entstehen dabei mehr oder weniger starke Geräusche. Ähnlich liegt das Problem, das gemeistert werden muss, wenn der Gichtgasdruck, der an der Gicht etwa zwei Atmosphären beträgt, auf den Netzdruck von etwa 0,2 Atmosphären abgesenkt werden soll. Bereits seit 1970 hat die ATH mit den Systemen verschiedener Lieferanten Versuche durchgeführt, deren Erfolg auch im Großbetrieb eine befriedigende Lösung erwarten ließ. Es war deshalb zu hoffen, auch bei hohen Leistungen in diesem Bereich keine Nachbesserungen vornehmen zu müssen. Diese Erwartung hat sich jedoch nicht bestätigt, als die für die Anlaufphase festgelegte und für einen Dauerbetrieb notwendige Leistung erreicht wurde. Eine sorgfältig berechnete Schallisolierung wurde inzwischen angebracht. Dagegen sind die bisher als so störend empfundenen Umstellgeräusche von Winderhitzern, die bei dem periodischen Übergang vom Aufheizen zum Entspeichern in wohl allen Hochofenwerken heftig fauchen, in Schwelgern zufriedenstellend gedämpft. Hier haben sich beim Betrieb des Hochofens die Überlegungen der Fachleute bestätigt. Durch eine gezielte Ergänzung der bereits beim Bau des Hochofens Schwelgern 1 an mehr als 50 Stellen installierten Schalldämpfer hat die ATH in den Monaten April und Mai eine Senkung der Emissionen aus dem Bereich Schwelgern auf 55 Dezibel bis 15. Mai 1973 erreicht. Hierzu und zu weiteren Maßnahmen zur Senkung der Emissionen hatte sich die ATH am 22. März 1973 vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf verpflichtet. Das staatliche Gewerbeaufsichtsamt Duisburg hatte daraufhin damals die sofortige Vollziehung einer Verfügung zur Stilllegung des Hochofens Schwelgern I, die es am 15. März 1973 erlassen hatte, zurückgezogen. Aus einem neutralen Gutachten des Instituts für Schall- und Lärmschutz in Essen, das in einer Besprechung am 24. Mai 1973 in Hamborn vorgelegt wurde, ergibt sich, dass das zugesagte Ergebnis voll erreicht wurde. Das Ergebnis dieses Gutachtens stimmt auch mit den Messungen des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes überein. Seit dem 26. April 1973 wurden in den benachbarten Wohngebieten von Marxloh Werte zwischen 50 bis 55 Dezibel gemessen. Beim Abstich des Roheisens und der Schlacke treten zurzeit noch sichtbare Schwaden auf. Sie zu beseitigen, ist eine Aufgabe, an der die Fachleute noch arbeiten. Mit Inbetriebnahme des Hochofens Schwelgern I stieß die August Hütte in Dimensionen vor, die ihr bis dato bei der Roheisenherstellung unbekannt waren. Diese Anfangsschwierigkeiten, die zum größten Teil aus Umweltbelastungen bestanden, wurden durch die Einführung von umfangreichen Umweltschutzverbesserungsmaßnahmen beseitigt, sodass diese die Auflagen des Gewerbeaufsichtsamtes Duisburg erfüllten. Damit in Mitte 1974, also ein Jahr später, gemäß Thyssen flüsterte der Hochofen nur noch, und auch die Staubbelastung nahm merklich ab. Im Betrieb benötigt die Anlage täglich rund 20.000 Tonnen Erz, Sinter, Koks, Kohle und Kalk, den Inhalt von 20 Güterzügen mit ebenso vielen Waggons. Mit dieser Fütterung produziert er Roheisen, und zwar mittels den altbekannten chemischen Reaktionen, wobei das Kohlenmonoxid als Reduktionsmittel für den allmählichen Abbau der Eisenoxide dient. Dabei drücken zwei Hochofengebläse jede Sekunde durch 40 Blasformen rund 100 Kubikmeter Wind angereichert mit Sauerstoff in den Ofen. Täglich produziert er 10.000 Tonnen Roheisen in einen kostengünstigen Produktionsweg, wobei die Roheisenmenge so groß ist, dass hier am Hochofen kontinuierlich ein Abstich gemacht wird. Was kommt hier raus? Es handelt sich um flüssiges Roheisen, das beim Abstich bei ca. 1450 Grad Celsius aus dem Hochofen in eine Torpedopfanne läuft. Das Roheisen wird in Torpedopfannenwagen von 16 Achsen mit einem Fassungsvermögen von 140 Tonnen über die Schiene zu den Stahlwerken der ATH transportiert. Dabei werden annähernd 25 Tonnen Druck über jede Achse auf die Schienen übertragen. Bis zu drei solcher mit Roheisen gefüllten Wagen kann eine 800 PS Diesellokomotive des Gemeinschaftsbetriebes Eisenbahn und Häfen ziehen. Die gefüllten Torpedopfannen werden später in den Stahlwagen gewogen. Im Oxygen-Stahlwerk 1 wurde hierzu im Februar 1972 eine 600 Tonnen Gleiswaage installiert. Den kürzestmöglichen Umlauf dieser Torpedopfannen steuert und kontrolliert eine Roheisenleitstelle in Hamborn. Sie überwacht zentral den Transportfluss von täglich oft über 30.000 Tonnen Roheisen zwischen den Hochofen und Stahlwerken der Thyssen-Gruppe. Dabei ist die Schiene das verbindende Glied zwischen den Produktionsbetrieben der ATH nicht nur im Heißtransport für Flüssigeisen. Der größte Teil des Roheisens wird an die Oxygen-Stahlwerke 1 und 2 also nach Bruckhausen und Beeker -Wert, geliefert. Was ist Hochofenschlacke? Die Hochofenschlacken sind ein Gemisch aus Calciumoxid, Magnesiumoxid und Aluminium- und Eisenoxid, das während des Schmelzprozesses in den Hochöfen zugegeben wird und dazu dient, Verunreinigungen aus dem Eisenerz zu entfernen. Darüber hinaus schützen die Schlacken das flüssige Metall vor Sauerstoff von außen und halten die notwendige Temperatur aufrecht, indem sie einen sogenannten Deckel bilden. Da die Schlacke leichter ist als das flüssige Metall, schwimmt sie oben auf und lässt sich leicht entfernen. Eine typische chemische Zusammensetzung ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Was passiert danach mit der Schlacke am Hochofenschwelgern 1? Die flüssige Hochofenschlacke wird in der Schlackengranulation zunächst mit Wasser verfestigt. Es entsteht ein Wassersandgemisch, das später wieder getrennt wird. Der Hüttensand dient als Rohstoff für die Zementindustrie. Das Wasser wird zur Rückkühlanlage gepumpt, um nach der Abkühlung wieder eingesetzt werden zu können. Aufgrund seines glasartigen, nicht kristallinen Zustandes besitzt Hüttensand latent hydraulische Reaktivität, sehr ähnlich der des portland entklinkers -Zement Hüttensandhaltige Zemente haben eine lange Tradition. Hüttensand ist bereits seit 1909 ein genormtes Produkt und Hochofenzement seit 1917. Was hatte ich an dem Hochofenschwelgern 1 erlebt? Zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich ca. sieben Schichten an verschiedenen Stellen als Reparaturschweißer an dem Hochofen in 1973 bis Mitte 1974 gemacht habe. Der Hochofen ist wirklich ein Riese, und man konnte sich dort verlaufen. Ich kann mich erinnern, dass es ein Problem mit dem automatisierten Granulationsprozess am neuen Hochofen gab. Es dauerte wohl ungefähr ein halbes Produktionsjahr, bis sich das Problem bemerkbar machte. An den Transportrohren der Granulierstation, die einen Durchmesser, wenn ich mich recht erinnere, von 36 Zoll hatten, wurde durch die starke innere Oberflächenreibung von dem Granulatwasser chemisch die Wanddicke abgetragen, und es gab einen großen Verschleiß. Mit anderen Worten, die Wanddicke des Rohres wurde immer dünner. Die beschädigten Rohre mussten von außen mit vorgefertigten Stahlhalbschalen verstärkt werden. Diese Halbschalen hatten eine Wanddicke von einem Zoll. An dieser Reparaturarbeit war ich als Schweißer im August 1973 beteiligt. Bei dieser Arbeit sah ich an einem Tag, wie die Granulationssilos überliefen, was dazu führte, dass sich das heiße Wasser mit dem Granulat im Eisenbahnbereich an der Gießhalle West auf einer großen Fläche verteilte. Das Granulat schwamm auf dem Wasser und sah aus wie Sand. Dieses Gemisch, wie gesagt, setzte sich also rund um die Gleisanlage ab, so dass von den Schienen nur noch der obere Teil zu sehen war. Leider liefen einige Kollegen, die sich des heißen Granulatwassergemisches nicht bewusst waren, da hinein und verbrannten sich die Füße am heißen Wasser, was natürlich sehr schmerzhaft war. Zwar versuchten wir die Kollegen zu warnen, aber die konnten leider unsere Warnrufe und Handbewegungen nicht hören bzw. verstehen. Die Gichtgasbetrachtung des neuen Hochofens Schwelgern 1. Als Nebenprodukt ist das Gichtgas ein wichtiger Bestandteil des metallurgischen Prozesses und ist, wie wir alle wissen, ein Teil des gesamten Energieverbrauchs eines Stahlwerks und der zugehörigen Kraftwerke. Durch eine zu erwartende weitere Reduzierung Koksbeschichtung im neuen Großhochofen wird das normalerweise anfallende akkumulierte Gas deutlich reduziert. Das bedeutet, dass der Bau eines modernen Großhochofens Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Gasenergie haben wird. Der spezifizierte Eigenverbrauch von Gichtgas sinkt von ca. 35% auf ca. 20%. Ein Problem besteht jedoch darin, dass der Betrieb dieses Hochofens erfordert, dass das Hochofengas mit einem Gas mit höherem Heizwert angereichert werden muss, um die für den modernen Hochofen erforderlichen Superheißestwind Wind erreichen zu können. Der Heizwert von Hochofengas liegt bei 4 Kilowattstunde pro Kubikmeter und bei Erdgas bei ca. 8 Kilowattstunde pro Kubikmeter. Das ist ein riesiger Unterschied. Das Hochofengas hat nach der Reinigung eine ungefähre Zusammensetzung, wie in der Tabelle im Bild gezeigt, sowie etwas Wasserdampf und Spuren von Methan. Ein Teil des Hochofengases wird in das Hermann-Wenzel-Kraftwerk und das Kraftwerk Alsum geleitet. Aus Gründen der Energievernetzung wurde in den vergangenen Monaten eine ca. 8 Kilometer lange Hochdruck-Hochofengasleitung mit einem großen Durchmesser von 2,8 Metern zwischen dem neuen Hochofen in Schwelgern und dem Hochdruckkraftwerk Hermann-Wenzel in Duisburg-Rohrortla gebaut. Nach der Inbetriebnahme wird sie den neuen Großhochofen im Hafen Schwelgern mit dem Werk Rorotla verbinden. Diese neue Pipeline wird zu einer optimalen Versorgung der beiden Thyssen-Kraftwerke in Hamborn und Rorotla mit Hochofengas führen und ist heute im Jahr 2024 immer noch in Betrieb. Wahlweise kann das durch diese Leitung strömende Hochofengas nach Hamborn oder Rorotla geleitet werden, oder beide Kraftwerke können das Hochofengas gleichzeitig beziehen. Der neue Hochofen wird sein Gichtgas direkt in diese Pipeline einspeisen. Da öffentliches Land überquert wurde, konnte der Bau dieser Strecke unvermeidlich nicht verborgen bleiben. Zudem hat diese Rohrleitung einen Nenndurchmesser von 2800 mm, also 2,80 Meter. Da die Pipeline auf Stützen mit relativ großem Abstand steht, musste sie mit Verstärkungsringen versehen werden. Diese verhindern ein Durchbiegen der riesigen Rohre. In der Regel beträgt der Abstand zwischen den Säulen 30 Meter, der größte Säulenabstand beträgt hier sogar 56 Meter. In einigen Fällen musste der Straßenverkehr für einige Stunden umgeleitet werden, zum Beispiel beim Überqueren der Hoffenstraße zwischen Beek und Bekwert und beim Überqueren der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Rorotla und Beek. Mit Hilfe von großen Autokränen verliefen die Arbeiten reibungslos, teilweise auch nachts. Ich muss ihr als persönliche Anmerkung hinzufügen, dass ich diese Pipeline und diese Kreuzung in Beek kenne und sie gesehen habe, als sie gebaut wurde. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich nicht daran, dass ich selbst später in meinem Leben ein Pipeline-Direktor für internationale Projekte sein würde. Der Stromverbrauch des Hochofenwerks Schwelgern entspricht der Erzeugung des ATH-Kraftwerks in Alsum mit rund 100 MW. Das Ein- und Ausschalten der vielen hundert Antriebsmotoren, die in der gesamten Anlage installiert sind, konzentriert sich auf drei große Kontrollräume, die sich in unmittelbarer Nähe des Hochofens befinden. Hier kommen alle modernen Werkzeuge, insbesondere Elektronik, zum Einsatz, um von diesen Punkten aus den Betriebsablauf überwachen und steuern zu können. Die automatisierte Prozesssteuerung wurde bereits in diesem Video gezeigt. Zur Verteilung der elektrischen Energie verfügt die ATH über ausgedehnte 110 und 25 KV-Netze, über die den einzelnen Werken, Schwelgern, Bruckhausen, Hochofenwerk Hamborn, Beckerwerth, Brohort und Hochofenwerk Hüttenbetrieb Meiderich, die Energie zugeleitet wird. Die 110 KV-Stationen sind weitgehend unbesetzt und werden daher von der Steuerwarte Beek aus ferngeschaltet und überwacht. Die Liste der Hauptereignisse. 1969. Die beiden Ingenieure Dr. Gerhard Heinert und Karl-Heinz Peters planten zusammen mit der Neubauabteilung den ersten deutschen Großhochofen in Schwelgern mit einer 10.000 Tonnen Tagesproduktion. Am 4. November 1969 hatte der Aufsichtsrat von Thyssen eine neue Hochofeninvestition für einen riesigen Hochofen in Schwelgern genehmigt. Am 5. Januar 1970 wurde mit dem Bau dieses größten Hochofens in Europa begonnen. Am 31. Dezember 1972 war der Bau fertiggestellt. Am 6. Februar 1973. Der Hochofen Schwelgern 1 wurde im Beisein von 500 Gästen aus Wirtschaft und Politik eingeweiht und begann seine Roheisenproduktion. Am 23. Februar 1973 schlug ein Blitz ein. Er setzte den Transformator der Gichtgasreinigung außer Betrieb, so dass das Gas mit großem Druck und unter erheblichem Lärm aus den Sicherheitsventilen über der Gicht entweichen musste. Danach gab es viele Bürgerproteste wegen unzumutbaren Staub, Lärm und Gestank des Großhochofen, der danach Schwarzer Riese genannt wurde. Mit diesem Namen wurde der Hochofen sehr bekannt, der zudem auch einen Riss im Ofenpanzer hatte. Am 15. März 1973. Das Gewerbeaufsichtsamt Duisburg verfügte die Stilllegung des Hochofens. Thyssen beantragte umgehend bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf die Aussetzung der sofortigen Vollziehung. Am 22. März 1973 vor der mündlichen Verhandlung beim Verwaltungsgericht Düsseldorf zog das staatliche Gewerbeaufsichtsamt Duisburg die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Stilllegungsverfügung zurück. Zuvor hatte Thyssen Verbesserungsmaßnahmen zugesagt. Gegen Mitte 1974 waren die letzten Verbesserungsmaßnahmen weitgehend ausgeführt und damit waren die Anfangsschwierigkeiten fast in Vergessenheit geraten. Am 6. Januar 1989 kam es am Schwarzen Riesen zu einer betrieblichen Großstörung. Gegen 20 Uhr ging der Ofen durch. Am Ofen war es unterhalb des Stichlochs 2 zu einem Roheisendurchbruch gekommen und mehr als 1000 Tonnen Roheisen und Schlacke fanden ihren Weg ins Freie. Alle Mitarbeiter konnten sich der Gefahr entziehen, aber der betriebliche Schaden war immens. Das aus dem Doppelpanzer austretende Wasser und das flüssige Roheisen nebst Schlacke führte zu einer nicht enden wollenden Kette an Explosionen, die großräumige Zerstörung anrichteten. Nach vier Monaten Großreparatur konnte der Hochofen wieder angeblasen werden. Im Oktober 2021 schickte ThyssenKrupp den Stellernen Hochofenkoloss auf seine sechste und damit wohl letzte Ofenreise. Dass der Hochofenschwelgern eins mehr als 50 Jahre laufen würde, konnte damals in 1973 niemand ahnen.